Willkommen jetzt zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die Unterschiede in der Schöpfungsgeschichte bzw. auch die Gemeinsamkeiten in der Schöpfungsgeschichte an. Dabei würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Der führt für euch einmal zu Büchern, die wir selbst erstellt haben, nämlich zu einem Buch über das Christentum bzw. den Islam und haben da die Vergleiche festgestellt. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr es auscheckt und jetzt geht's los mit dem Video. Damit gucken wir uns jetzt auch die beiden Schöpfungsgeschichten beider Religionen an. Das heißt, wir vergleichen jetzt die Schöpfungsgeschichte vom Islam mit der Schöpfungsgeschichte vom Christentum. Dabei findet sich das Ganze natürlich in beiden heiligen Schriften. Das heißt, einmal für das Christentum finden wir das Ganze in der Bibel und für den Islam finden wir das Ganze natürlich im Koran. Und zunächst stellen wir uns vielleicht mal die Frage, wieso vergleichen wir denn beide Religionen? Denn im historischen Kontext, sowie in einigen Stellen des Korans, sowie aber auch der Bibel, können Glaubensgemeinsamkeiten vorgefunden werden. Und da das natürlich besonders interessant ist, weil das natürlich auch gedeutet werden will, ist das für uns ein zentraler Ansatzpunkt, warum wir beide Religionen miteinander vergleichen. Dabei haben wir ganz viele Videos dazu gemacht, wie man beide Religionen vergleichen kann. Unter anderem eben jetzt auch dieses Video, wo wir jetzt die Schöpfungsgeschichte vergleichen wollen. Und dabei stellen wir uns natürlich erstmal die Frage, was sind die Schöpfungsgeschichte bzw. in welchem Kontext ist die Schöpfungsgeschichte beider Religionen zu verstehen? Wie bereits in einem zuvorigen Video dargestellt, basiert der Glaube an die beiden Religionen auf den jeweiligen Predigern. Diese verbreitete jeweils die Botschaft, die ihnen durch ihre Offenbarung aufgezeigt wurde. Man geht allerdings davon aus, dass Mohammed sich der christlichen Überlieferung vollständig bewusst war. So sind auch die vielen Ähnlichkeiten der wesentlichen Botschaften zu erklären. In der Bibel sowie im Koran lässt sich deshalb von der Erschaffung der Menschen lesen. Ebenfalls sind viele der weiteren Schöpfungslehren nahezu symmetrisch. Das heißt, ganz wichtig, was wir hier schon mal aus diesem Eingangstext, den wir formuliert haben, mitnehmen können, ist, dass natürlich Mohammed, dadurch, dass er zeitlich viel später erst sich seine Geschichten verkündigt hat, beziehungsweise seine Offenbarung verkündet hat, hat er sich natürlich inspirieren können bei Jesus. Und dadurch, dass diese christlichen Überlieferungen bereits existierten, ist davon auszugehen, dass Mohammed diese auch nutzen konnte, um seine eigenen auszufüllen bzw. auszubessern. Das heißt, insbesondere da, wo Wissenslücken vorhanden waren, wurden diese anders gedeutet. Natürlich auch immer das Umfeld beeinflusst, wie man einen gewissen Geschehnis deutet. Und so soll es eben auch bei Mohammed gewesen sein, der sich durchaus bewusst war, was da christlich überliefert wurde und wie er selbst dann auch seine Botschaft des Korans erklären kann. Dementsprechend so die Schöpfungsgeschichte bzw. dieser erste Teil der Schöpfungsgeschichte zu deuten. Wir wollen aber jetzt auch wirklich den Vergleich machen und dafür haben wir uns drei zentrale Kategorien überlegt. Erstmal, wie Tag und Nacht verglichen werden bzw. Tag und Nacht erschaffen werden. Mensch, wie der Mensch erschaffen wird, das ist da natürlich auch ganz wichtig, wie man dann das Menschenbild deuten kann. Und dann, wie das Sechstagewerk in beiden Werken sich vorfinden lässt, in beiden Heiligen Schriften sich vorfinden. Starten wir aber mit Tag und Nacht. Und Tag und Nacht wurde in der Bibel folgendermaßen entwickelt. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Das ist aus dem Buch Genesis 1 entnommen und findet sich im dritten Kapitel. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir ganz zentral wirklich die Geschehnisse hier haben. In der Bibel wird durch Gott eben in Form seines Sechstagewerks Tag und Nacht erschaffen, da es Licht gibt und dass es die Finsternis gibt, wo eben kein Licht ist und diese dann Nacht gehört. Also ganz explizit angesprochen. Im Koran findet sich das Ganze in der Sure 21, Vers 33 und hier wird es wie folgt formuliert: Und er ist es, der die Nacht und den Tag erschuf und die Sonne und den Mond, sie schweben ein jedes in seiner Sphäre. Ihr seht, das Ganze ist natürlich wie immer vom Koran eine Deutung, die sich hier vorfinden lässt und er ist natürlich Allah mit gemeint, der Gott, der durch die Nacht und den Tag erschuf. Also auch hier wird es ganz explizit angesprochen. Und ihr seht, wenn man beide Stellen miteinander vergleicht, dann wird ganz deutlich, dass sowohl Tag als auch Nacht in beiden Werken
überrepräsentiert sind bzw. repräsentiert sind und dementsprechend auch sich vorfinden lassen. Wenn wir uns jetzt das Menschenbild bzw. die Erschaffung des Menschen angucken, gibt es in der Bibel folgende Stelle. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und damit haben wir hier ganz wichtig, zentral auch, dass die Unterscheidung zwischen Mann und Frau stattfindet. Das wird in der Bibel explizit gemacht und hier auch wieder ein ganz klarer Bezug, dass Gott erschafft die Menschen. Die Menschen werden als Ebenbild Gottes auf Erden geschaffen und werden auch als höchstes Wesen auf der Erde erschaffen. Im Koran wird von folgender Erschaffung des Menschen gesprochen. Und er begann die Schöpfung des Menschen aus Ton. Dann formte er ihn und hauchte ihm von seinem Geiste ein. Und er hat euch Ohren und Augen und Herzen gegeben. Das heißt, hier ein ganz zentraler Unterschied, während natürlich auch die Erschaffung des Menschen von Gott ausgeht, ist jedoch dennoch zu merken, dass ein anderer Betrachtungswinkel stattfindet. Denn der Mensch wird zwar von Gott erschaffen, allerdings wird zum Beispiel nicht unterschieden in Mann und Frau. Diesen zentralen Unterschied muss man bei der Bibel hervorheben und natürlich auch für den Vergleich Christentum und Islam immer im Hinterkopf behalten. Außerdem, er begann die Schöpfung des Menschen aus Ton. Das heißt, hier ist ein ganz anderer Ansatz. Man versucht, aus Ton etwas zu bilden, aus einer Materie, die existiert, praktisch ein naturwissenschaftlicher Ansatz. Und dann formt er ihn und haucht ihm von seinem Geiste ein. Also auch hier eine zentrale Gemeinsamkeit beider Religionen. Er hauchte ihm von seinem Geiste ein. Das heißt natürlich, der Geist, ein Ebenbild Gottes, ist letztendlich auch beim Koran der Fall. Also das Ganze in Sure 32, Vers 7 bis 9 zu finden, während das andere in Genesis 1, Vers 26 bis 27 vorzufinden war. Zuletzt gucken wir uns jetzt bei dem Vergleich noch das Sechstagewerk an. Und da startet es in der Bibel wie folgt. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und sah, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das Ganze lässt sich auch in Genesis 1 vorfinden, so Vers 31, während im Koran sich das folgendermaßen gestaltet. Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde erschuf in sechs Zeiten. Auch hier ein, grundsätzlicher Vergleich möglich, denn sechs Zeiten bzw. der sechste Tag in der Bibel, beides deutet darauf hin, dass das Ganze ein Sechstagewerk ist. Sechs Zeiten lässt sich letztendlich auch so deuten, dass sechsmal Tag und Nacht gewechselt haben, also sechs Tage vergangen sind. Und hier ist es auch, dass beide Gott bzw. Allah explizit angesprochen werden und dargestellt werden, als dass sie zufrieden sind mit ihrem Werk. Beziehungsweise Allah steht das nicht so explizit im Koran, aber in den folgenden Versen in Sure 10 findet sich das durchaus, dass er zufrieden ist mit seinem Werk. Und bei der Bibel ist das eben hier direkt in Genesis 1, Vers 31 verarbeitet worden. Was können wir jetzt daraus lernen aus dem Bedeutungsvergleich? Grundsätzlich lässt sich deuten, dass es eine Verbindung zwischen beiden Religionen gibt. Denn beide Religionen, insbesondere weil man davon ausgeht, dass Mohammed sich inspirieren lassen hat von den Werken, die es bereits aus der christlichen Überlieferung gab, sind durchaus ähnlich und weisen Gemeinsamkeiten auf. Und Gemeinsamkeiten führen zu einer anderen Deutung der Werke. Das heißt, die Werke müssen dann natürlich auch immer vor einem historischen Kontext gedeutet werden und gewisse Stellen müssen dann auch gedeutet werden, als dass sie zum Beispiel Christentum und Islam beziehungsweise Bibel und Koran koexistieren. Und dass das beides eventuell auch stets Werke waren, die einander benötigten beziehungsweise bei denen man davon ausgehen kann, dass sie zusammen genutzt wurden beziehungsweise zusammen existieren. Also ganz wichtig, dass man das hier vergleichend zusammenfasst. Und zusammenfassen wollen wir auch für euch das nochmal den ganzen gesamten Vergleich. Und zwar ist es bei der Schöpfungsgeschichte so, dass man das Ganze davon ausgeht, dass die Schöpfungsgeschichte von Mohammed durchaus
inspiriert war von den Überlieferungen des Christentums, die bereits viel früher existiert hatten, hatten wir bereits auch schon besprochen, als wir den Vergleich der Historien beider Religionen uns angeguckt haben. Bei dem Vergleich zwischen Bibel und Koran haben wir festgestellt, dass sowohl Tag und Nacht als auch die Erschaffung des Menschen sowie aber auch das Sechstagewerk in beiden Religionen bzw. in beiden Schöpfungsgeschichten vorhanden ist, dass es da also einige Gemeinsamkeiten gibt. Das alles sehr spannend, wenn man sich anguckt, wie das Ganze entstanden ist. Und damit haben wir dann auch den Vergleich der Schöpfungsgeschichte beendet. Das soll es aber jetzt auch gewesen sein von diesem Video von uns, von Selbstorientiert. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Könnt ihr machen, indem ihr unseren Kanal abonniert und jetzt auf dem Video ein Like da lasst. Ansonsten geht es hier jetzt weiter mit thematisch ähnlichen Videos, die für euch sicherlich interessant sind. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.